Lehrer, es gibt kein Remonstrationsrecht, sondern eine Remonstrationspflicht. Wer Schüler zwingt, eine Maske zu tragen, kann wegen Misshandlung schutzbefohlener und Nötigung zur Verantwortung gezogen werden. Das meiste, was wir erwarten, ist immer dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, einfach zu sehen, dass man nicht alleine dasteht, dass es eine kritische Masse gibt, die mit vielen Dingen, die passieren, nicht einverstanden sind. Das ist, glaube ich, also das ist für mich immer so die Motivation, auf Demonstrationen zu gehen und natürlich schon auch nach außen zu transportieren. Es passiert etwas, was ich nicht einfach hinnehmen möchte. Ich stehe mit meinen zwei Plakaten hier, weil ich darauf aufmerksam machen möchte. Dass es eine wissenschaftliche Grundlage gibt, die davon absieht, dass es einen Notstand, einen gesundheitlichen Notstand in dem Land und auf der Welt gibt. Ja, und es gibt auch gezielte Schutzmaßnahmen, die man hier auf dem Plakat schon sieht. Die kommen auch nicht von irgendwo her. Das lohnt sich, sie anzusehen. Grüß Gang, ich bin knapp 3,5 Stunden angefahren heute Vormittag. Was erwartest du denn hier heute, wenn du hierher kommst? Was möchtest du, was bewegt wird hier? Na, ich bin hierher gekommen, einfach weil ich spüre, dass es der Zeitpunkt ist, um sich zu zeigen, um zusammenzukommen, um geschlossen eine Meinung zu geben, dass es spürbar ist, dass eine neue Zeit anbricht, nicht wahr? Und dafür einzustehen, dass wir das Leben so leben wollen, wie wir es für richtig halten, ja? Wie es unserem Herzen entspricht. In der Schule wurden wieder von den Lehrern aufgefordert, am Abend zu Hause zu bleiben. Nur eine Lehrerin sagte zu ihnen, dann mal bis heute Abend. Über deren Mut denkt sie gerade auch schon nach. Dass so viele Lehrer wieder nur warnen und schweigen und wir Kinder ihnen keine Fragen stellen dürfen. Ich habe viele neue Freunde gefunden. Ich bin in Querdenken Sinsheim organisiert und wir sind wirklich eine gute Gruppe. Da sind wirklich inzwischen auch Freundschaften entstanden und wenn wir zusammen sind, wir reden gar nicht immer über Corona oder über die Maßnahmen, aber es ist eine Leichtigkeit da im Austausch und das vermisse ich wirklich mit meinen Freunden und zum Teil auch mit meiner Familie. Hat auf jeden Fall sehr viele Spannungen gegeben. Ich nehme wahr, seitdem diese ganze Corona-Sache, sage ich jetzt mal vereinfacht, aufgekommen ist, ja, dass auch sehr viel Energie frei wird für wo auch immer wir es hinbringen als Menschen. Ja, dass wir alle jetzt die Gelegenheit haben, uns klar zu werden, was wir im Leben wollen und wo es für uns hingehen soll. Und das betrifft jeden Einzelnen und da gibt es sehr viel Schönes zu spüren, aber auch sehr viele Konflikte zu spüren, wenn es um Familie und Freunde geht, die vielleicht ein bisschen anders, eine andere Perspektive, ein anderes Bewusstsein mitbringen für diese Zeit. Es gibt einen wunderschönen Beitrag, ich weiß nicht mehr genau, wo er veröffentlicht wurde, der zeigt, wie der Herr Spahn eigentlich dem Menschen gegenübersteht und das betrifft die Thematik der aktiven Sterbehilfe.
Wer wissen möchte, wie sehr er sich um die Gesundheit seiner Mitmenschen kümmert, kann sich gerne mal angucken, wie er da, welche Anweisungen er da den Behörden gibt. Kannst du noch genauer was dazu sagen? Ich weiß, dass er seinen mitunter seinen Angestellten so gesehen sagt, Anträge auf aktive Sterbehilfe sollen von vornherein abgelehnt werden. Und das passiert schon seit 2015 oder 2016. Ich habe das Gefühl, dass der auf einem anderen Planeten lebt. Das hat nichts mehr mit dem zu tun, was die Menschen stärkt, was die Menschen heilen kann, sondern ich habe das Gefühl, das geht hin zu je mehr Pharma, umso besser. Und das ist überhaupt nicht mein Weg. Also Medikamente, um eine Krankheit zu bekämpfen, halte ich an. Manchmal kann das sinnvoll sein, aber nicht, wenn es um Erkältungsinfekte geht. Da geht es einfach um Immunsystemstärkung, um Angstfreiheit natürlich, um soziales Miteinander. Das ist das, was uns gesund hält, Freude am Leben. Politik ist immer sehr stark polarisierend. Ja, und arbeitet sehr stark einfach mit dieser Energie, dass man entweder für das eine oder für das andere sein kann. Ja, und wie gesagt, ich versuche immer in der Mitte zu bleiben und dann mit diese Polarisation wahrzunehmen, aber für mich zu schauen, dass ich mich nicht ablenken lasse von einer Meinung, die nicht zu mir gehört. Das Wichtigste ist, dass wir für uns gehen. So können wir auch eine Idee davon bekommen, was das Leben für uns bedeutet. Und außerdem, die Politik hat mir das bisher nie geben können. Bedeutet also vom Altpersischen und bedeutet Arger Geist, übersetzt von hier, die Kirchenfürsten würden sagen, Satan. Teufel, Satan. Die Vorbereitung des Ahrimanns, er bereitet sich vor, in den nächsten 8 Jahren. Hier, das ist auch schon die Vorbereitung. Wenn das Chaos dann da ist, in 8 Jahren, das hundertprozentige Chaos, dann wird er das wieder lösen, weil er es ja erschaffen hat. Und das manchmal, was die Menschheit dann macht, sie verehrt ihn als Gott. Polizei riegelt genau da ab, so, und jetzt warum könnte man da lang. Die da jetzt auch durch, das verstehe ich gar nicht. Die lassen die durch, weil sie wollen, dass es eskaliert. Thank you.
Baustelle. Thank you.
Das ist das Stasi-Gebäude. Ja. Oh,
die Kinder leben.